Ein Weihnachtsmann, wo ist der? Hier ist der Weihnachtsmann. Was ist denn da hinten? Oh, magst du den auch noch rausnehmen? Für 4,39 Euro. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich? War ich nie. Hallo zusammen, ich grüße euch. Willkommen zu einem neuen Video. Mich gibt's mal wieder vor der Kamera statt hinter der Kamera. Ich fummel gerade hier in der Kamera. Kurz was einstellen, so. Ja, ich war beim Action gewesen und habe dann spontan Häkelsets gefunden. Richtig süße Häkelsets. Die möchte ich euch jetzt gerne hier zeigen und dann melde ich mich gleich nochmal. Also Melina ist total durchgedreht, die hat jetzt hier wirklich hier so eine riesige Tasche mitgenommen für 1,39 Weihnachten. Melina, sag mal, hast du nicht eben gefragt, ob wir nicht, was die Weihnachtssachen denn sollen? Jetzt tut sie hier Weihnachtssachen einkaufen. Geht's hier jetzt weiter oder was? Was willst du hier mitnehmen? Auch Weihnachten? Fahren wir morgen schon Weihnachten oder wie sieht's aus? Zum Häkeln, wie süß ist das denn? Das muss ich für den Häkelkanal zeigen. Schaut mal. Wie süß. Schneemann. Komm, wir gucken mal eben durch, was es alles gibt. Oh, Weihnachtsmann. Ein Weihnachtsmann. Wo ist der? Hier ist der Weihnachtsmann. Was ist denn da hinten? Oh, magst du den auch noch rausnehmen? Für 4,39 Euro. Ob die Häkelanleitung gut ist oder allgemein das Material. Das weiß ich nicht. Beim letzten Mal war ich ja nicht so ganz zufrieden. Was gibt's noch? War es das? Ich glaube, da hinten ist noch was. Moment. Oh, wir wollen ja alle zeigen. Nee, ich glaube, das waren alle. Ja, sind ja auch viele, ne? Also einmal das hier. Ich werde keine mitnehmen, aber fürs Häkelkanal mal gezeigt haben, ne? Hier die... Oh, guck, was so machen. Was haben wir hier? Den Schneemann. Ach nee, Weihnachtsmann. Schneemann ist hier. Aber so einen Schneemann kann ich euch auch mal gerne häkeln. Den finde ich am süßesten. Ja, der ist total süß. Mhm. So, Melina, dann wollen wir. Wie süß waren die bitte? Ich wüsste gar nicht, welches ich mitnehmen soll. Wirklich, ich fand die ja alle irgendwie total niedlich gemacht. Gekauft habe ich keins. Wollte euch das nur mal gezeigt haben. Die gibt es wohl jetzt neu. Die haben aber auch andere Häkelsets, genau. Die habe ich auch hier. Da kann ich euch gleich mal eins zeigen, denn das ist genauso, wie sagt man, aufgebaut, wie die anderen, die wir jetzt gerade auch vor Ort gesehen haben. Da sind dieselben Sachen drin sozusagen. Und da gehen wir gleich mal durch, damit ihr auch so einen Überblick habt. Und ich wollte euch einfach noch mal meine Meinung dazu geben, ob das so preislich gut ist und so weiter. Also meiner Meinung nach finde ich es gar nicht so teuer. Je nachdem, welches Set man sich da jetzt aussucht. Bei der Wolle, das ist jetzt keine super gute Wolle, muss man sagen. Also es ist ja auch keine hundertprozentige Baumwolle oder überhaupt Baumwolle. Das ist, ich zeige euch jetzt mal ein Päckchen, damit ihr mal sehen könnt, wie das Ganze so aufgebaut ist. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wo ich die Kamera hinstelle. Gute Frage. Oder ich mache das einfach hier vorne. So. Und welches Päckchen zeige ich euch? Ich habe nämlich 4 Stück. Vielleicht erinnert ihr euch auch daran. Wir haben einmal hier einen Elefant zum Beispiel. Ich glaube auch tatsächlich für denselben Preis, wie ihr eben gesehen habt. Genau, das ist so eine weiche Wolle. Genau, das ist ja so der Unterschied. Aber sonst sind bei den Sets dieselben Sachen dabei. Packe ich gleich aus, zeige ich euch. Dann habe ich hier ein Äffchen, ein Affe, ein Hasen habe ich hier noch. Der ist aber auch schon ausgepackt. Und dann habe ich aber noch ein anderes. Da muss ich jetzt erstmal gucken. Ich glaube, der ist da drüben. Also das vierte finde ich gerade nicht. Ist aber nicht weiter schlimm. Also wir haben hier zum Beispiel hier das.
beim Elefanten. Was ist da alles dabei? Es hat um die 4 Euro gekostet. Die Verpackung sieht einmal so aus. Dann hast du die Häkelanleitung. Die habe ich mir natürlich auch mal alle durchgeschaut. Also man kann es definitiv auch ein bisschen einfacher erklären. Genau, hier steht nämlich sehr viel drin. Manchmal ist weniger doch mehr. Mal so, ne, nebenbei. Aber sonst ist die ganz okay. Dann hast du die Wolle mit dabei. Die ist super weich und so. Aber zum Häkeln für Anfänger, finde ich jetzt zum Beispiel, ist die Wolle jetzt nicht unbedingt was. Ne? Jetzt bei dem hier, bei dem Hasen, finde ich sogar noch krasser. Gar nicht beim Hasen. Beim Hasen ist die Wolle ganz okay. Da habe ich die Wolle hier, kann ich euch auch mal zeigen. So sieht die aus. Genau. Ich glaube, so auf den ersten Blick sieht die ja ganz gut aus. Schlecht ist sie ja auch nicht, aber es ist halt nichts Besonderes. Ne? Und dann auch ein Rosa, wie man hier sieht. Und war das jetzt das hier? Nee, für das vom 4. habe ich die Wolle auch noch hier. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall sieht da die Wolle so aus. Ja, also auch so wie beim Elefanten. Dann aber, also du hast die Wolle drin, dann hast du Füllmaterial drin. Also es sieht jetzt vielleicht wenig aus, aber ordentlich viel, muss ich sagen. Finde ich auch richtig gut. Dann hast du eine Häkelnadel, die habe ich jetzt hier nicht. Die habe ich unten. Und was auch dabei ist, ist hier so eine Wollnähnadel. Ich würde sagen, das ist die perfekte Größe überhaupt, die man am meisten braucht. Schaut so aus. Ich überlege gerade, ob da auch noch so eine kleine Schere dabei ist. Ich glaube, bei diesen Sets nicht. Genau, das war es auch schon. Also für jemand, der, ich sag mal, die Häkelnadelstärke braucht von 3, es war glaube ich eine 3 mm und auch so keine Lust hat, sich die einzelnen Farben jetzt einzukaufen, weil da kommt man ja über diesen Betrag. Für so jemand ist es vielleicht ganz gut. Für Anfänger finde ich das jetzt vielleicht, also ich weiß nicht, also ein Anfänger, der wirklich noch nie gehäkelt hat, bisschen schwierig, aber ich meine, dann ist es ja generell ein bisschen schwierig, so schriftliche Häkelanleitungen zu machen. Ich zum Beispiel, als ich begonnen habe mit so schriftlicher Häkelanleitung, konnte ich am Anfang gar nichts mit anfangen. Videos oder halt, wenn jemand mir das erklärt hat, das ging, ne? Aber sonst, gut, meine Mama hat mir das ja so ein bisschen beigebracht oder ein bisschen gezeigt. Eigentlich habe ich mir das selber beigebracht, ne? Aber wollte nur mal meine Meinung dazu geben, wollte euch die neuen Sets zeigen. Finde ich ja gut, dass die sowas anbieten, ne? Und da kommt ja auch immer wieder mal was. Und ja, genau, das ist so das, was ich hier habe. Kann mir auch gut vorstellen, dass ich von den Sachen vielleicht euch auch mal was verlose. Genau, weil ich habe davon richtig viel, auch so viel Wolle, die ja super schön ist, aber zum Häkeln nicht. Also zum Häkeln schon, aber nicht, damit ich für euch Häkelvideos mache, also Häkelanleitungen, weil man das nicht so gut sehen kann, die Maschen und so weiter. Deswegen ist das nichts. Entweder benutze ich das für mich dann privat oder halt verschenke das. Und ich glaube, ich sortiere gleich hier mal aus, dann nehme ich das mal mit runter und gucke mal, was so in den Paket reinpasst. Genau, da ist aber kein Etikett drum gewesen. Also tatsächlich lag die Wolle einfach so da drin. Klar muss ich das dann noch so ein bisschen aufwickeln, wie hier zum Beispiel. Dann schaut es so aus. Nicht, dass ihr denkt, die ist dann benutzt oder so. Ne, das erwähne ich dann aber auch nochmal im Video, wenn es dann verlost wird. Nur damit ihr halt wisst, die ist neu, die ist nicht benutzt. Ja, dann nehme ich das auch gleich noch mit runter und dann gucke ich mal, was noch so in ein Paket reinpasst. Das war's auch schon. Kurzes Video, wollte euch nur mal, war auch jetzt eigentlich spontan, es war gar nicht geplant. Ich war ein paar Sachen einkaufen mit meinem Kind und dann haben wir das gesehen. Sie meinte, Mama, guck mal hier. Und ich so, wow, cool, das ist richtig cool, so
dass es für die Jahreszeit dann extra nochmal so ein paar Sets gibt, ne? Richtig gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich also von diesen vier Figürchen, dass ich davon auch was nachhäkel. Was heißt nachhäkel? Also ich kaufe mir diesen Set nicht, sondern ich mache meine eigene Häkelanleitung und dann gibt es die auch für euch. Ich meine auch, dass ein paar ja auch auf der Liste schon stehen. Genau. Richtig cool. Also ich wollte euch davon berichten. Vielleicht mag ja wer das kaufen. Ich habe es diesmal nicht gemacht. Beim letzten Mal habe ich ja wirklich alle oder fast alle. Ich glaube, es gab 6 und ich habe 4 oder 5 mitgenommen. Ja. So, ja, an dieser Stelle, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann morgen um 12 Uhr wieder. Tschüss!